Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die AK Fury. Und zwar, die AK Fury ist wirklich eine gescheite Waffe. Ihr könnt sie im Item Store eben halt kaufen. Und ihr seht schon sicherlich, in jedem zweiten Game oder in jedem zweiten Room ist eben halt, naja, ist ja das gleiche, ist eben halt einer, der eine VIP-Waffe hat. Entweder ist die Fury oder die Beast. Aber die meisten haben die Fury. Was natürlich auch klar ist, weil wenn man schon so viel ZP zahlt, dann ordentlich. Also für die bessere Waffe. Denn es lohnt sich wirklich für euch, die Fury nicht haben, aber die sich holen wollen. Ich kann Fury gar nicht richtig sprechen. Fury. Was ich sagen wollte ist, ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch die Fury noch holen wollt oder eben halt die Beast, lasst es mit der Beast, holt euch wirklich die Fury, dafür lohnt sich das Geld, weil es ist schon so viel, dann setzt noch ein bisschen weiter was drauf und dann lohnt sich das viel mehr, denn es hat einfach den Bonus, ihr könnt eure KD zurücksetzen und das ist na für den ein oder anderen, besser gesagt, ist es eben halt besser, wenn man die KD zurücksetzen kann, für mich auch, besonders fürs First Game oder sowas, auch wenn es einfach nur für mich Ausreden sind, First Game, ja komm ey, First Game, egal. Auf jeden Fall, es hat, also ich habe sie mir vorbestellt, da hat man sie ja für 93.750 ZP bekommen und da, naja, ihr seht schon, die Beast kostet jetzt 100.000 und jetzt kostet die AK Fury nur noch 100, was heißt nur noch, die kostet jetzt 125.000 ZP, ist natürlich ein bisschen viel, aber man hätte die gleich vorbestellen können, also es hätte sich wirklich gelohnt, die vorzubestellen, man hat ja noch 20 Crates bekommen und der ein oder andere gewinnt ja sicherlich daraus was, egal. Die Waffe ist wirklich eine gescheite Waffe, denn die ist einfach nur neu designt und der Sound wurde neu optimiert. Also die AK-Knife hingegen zu der AK-Fury sieht da hingegen scheiße aus. Ich sag's, ich hatte gestern die AK-Knife in der Hand und ich wollte sie wirklich nicht mehr tragen. Das ist wirklich bärstig mit der AK-Knife zu spielen, wenn ihr die ganze Zeit die Fury in den Augen habt. Denn dieses Auge, was eigentlich der Unterschied zwischen der Beast und eben halt der Fury ist, ist eben halt nur dieses leuchtende Auge und eben halt noch dieses kleine Extra mit dem Nachgame, dass man die KD löschen kann und alles bla bla bla. Aber, ja, die AK wurde neu designt, denn die Klinge wurde neu gemacht, also eben halt das Messer, was vorne dran ist, das mit Rechtsklick aktiviert kann, das Bajonett. Das wurde erneuert gegen ein goldenes, säbelmäßiges, keine Ahnung, Knife. Und der Frontgriff genauso, also eben halt der Vordergriff wurde eben halt mit einem Drachenkopf verziert. Und eben halt das Auge leuchtet rot, was natürlich wirklich geil aussieht. Also für mich sieht das auf jeden Fall geil aus. Zudem ist oben da, wo man den Scope ransetzen könnte, ist das eben halt mit diesen Goldschuppen verziert. Und eben halt diese sind nochmal gold umrandet. So, gold umrandet, ja. Und die anderen Teile der AK Fury sind auch noch vergoldet. Genauso wie bei der Beast, aber das sieht wirklich geil aus. Also dieser Farbton, dieser Farbmix ist einfach nur passend. Denn dieses rote Leuchterauge bewegt sich auch noch bei, also es hinterlässt eine leichte rote Linie, also eine Spur. Und das ist wirklich cool. Zwar sieht man das in der dritten Person nicht, aber was soll's. Es ist wirklich gescheit damit zu spielen, also ich kann wirklich gut damit Headshots machen, besonders auch auf Distanz. Man merkt wirklich die Power, auch wenn es eigentlich normal für die AK ist, diese Stats, also diese Power, die sie eben halt verteilt. Auf den Kopf macht sie 100 Damage, auf den Oberkörper macht sie dann leider so umgeschlagen, so 33 bis 37 Damage, also es ist eben halt so, es schwankt richtig oft, mal da, niedrig, hoch und so, aber was soll's. Durch die Kiste macht sie übrigens auch richtig gut Damage, also das ist nicht wenig, was sie durch die Wall macht, aber es ist auch nicht viel, also es ist nicht hundertprozentig, aber es ist schon wirklich viel und man macht sehr oft damit Wallshots, also das ist schon wirklich gelungen, das ist hart. Ja, auf dem Fuß macht sie dann an die 22 bis 24 Damage. Und vom Knife wollen wir gar nicht erst reden. Das könnt ihr mit Rechtsklick aktivieren. Und das ist einfach nur hart, damit zu spielen. Aber es ist wirklich auch hart, damit eben halt einen zu töten. Wenn alle auf einmal an euch ranrushen und ihr unbedingt einen Knifen wollt. Obwohl ihr eigentlich die Möglichkeit habt, die zu erschießen. Aber was soll's. Ich sterbe die ganze Zeit. Es tut mir leid, dass ich nicht so viele Frags damit machen konnte. Weil ich bin die ganze Zeit gestorben, wenn ich vor dem war. Der hat mich immer an den Eiern gehabt. Und dann, zack, hat er mir eben halt seine Knarre in meiner Fresse gehalten. Und abgedrückt. Egal. Die Reload-Time ist wirklich rasant schnell, denn die ist wirklich unter 2 Sekunden. Also, leider ist mein
Sony Vegas ist ein bisschen verkackt und zeigt mir irgendwie 1,27 an, aber was ich irgendwie nicht glauben kann, weil der dann auf einmal zu 3 Sekunden wechselt. Also ich denke mal, es ist so um den Dreh 1,8 Sekunden. Also es ist wirklich deutlich schnell. Es ist ein bisschen verkackt mit meinem Sony Vegas. Es tut mir auch leid, dass ich das nicht genau messen kann, aber der zählt die Frames irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Tut mir leid. Aber es ist deutlich unter 2 Sekunden. Das kann ich euch sagen. Das ist auf jeden Fall deutlich schneller. Er holt sie auch von dem Rücken hervor, wenn ihr switcht zu der AK Fury oder Beast. Aber wir sind bei der AK Fury, nicht vergessen. Und ja, zudem gibt es diese Bonusse, dass eben halt ihr selber bekommt 200.000, nee, 200% mehr Erfahrung. Und die anderen im Spiel, also auch die Gegner, zum Beispiel ihr seid jetzt Global Risk, bekommen auch die Blacklist, also alle im Game bekommen eben halt diesen Bonus von eurer VIP-Waffe. Eben halt, die Fury hat die besondere Fähigkeit, dass andere bekommen 20, nee, 30% mehr GP und 20% mehr Erfahrung. So war das, nicht 30.000 oder sowas. Ich sage immer, egal. Auf jeden Fall, sie ist nicht wirklich schwer. Also, es läuft sich wirklich leicht damit. Man kann auch perfekt damit schießen. Ich meine, ihr seht schon, dass ich sehr viele Frags mache und die habe ich am 19. oder 20. gesammelt und ich habe erst bis heute wieder gespielt und dann hatte ich auch Zeit, dieses Video zu machen. Aber es wird noch ein Let's Play dazu geben mit der Fury. Also es freut mich auf jeden Fall, die in mein Storage zu sehen. Zudem geht die gar nicht kaputt. VIP-Waffen gehen nicht kaputt. Und wenn ihr sie droppen lässt, also wenn ihr stirbt, also umgebracht werdet, dann droppt die nicht. Also andere Gegner können die nicht aufheben. Das ist wirklich cool gemacht. Also mir gefällt es. Die geht niemals kaputt. Ich meine, ihr könnt, wenn ihr G drückt, eben halt die Waffe hinwerft. Dann können die andere Spieler nehmen. Aber wenn ihr es nicht wollt und ihr umgebracht werdet, können die die nicht nehmen. Also, was soll's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wäre nett, wenn ihr mir die AKBs zustellen würdet. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr es fandet, gebt mir ein Feedback und alles. Schaut in meinen Partnerkanälen nach, abonnieren, favorisieren und liken. It's tea time, bitch!